Und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Meinen Arbeitstag habe ich erfolgreich hinter mich gebracht und kann euch nun die aktuellen Star Stable News zeigen. Zuallererst musste ich allerdings den alten Launcher runterschmeißen bzw. Star Stable deinstallieren. War ganz komisch irgendwie. Ich wurde gebeten, das Spiel zu deinstallieren und neu zu installieren, indem ich dann also auf starstable.com/einloggen gehe. Und dann könnt ihr euch ganz normal einloggen, wie ihr das halt kennt, wenn ihr zum Beispiel Coupons einlösen wollt. Ja, und daraufhin kam dann ein neues Bild zum Anmelden. Es ist also alles völlig neu. Ihr könnt euch sogar mit Facebook mittlerweile anmelden, stand dort. Auch eine interessante Sache. Naja, es gibt also jetzt einen neuen Launcher. Das werdet ihr dementsprechend auch erleben, wenn ihr euch einloggen wollt. Ich denke mal, dass das für alle gilt. Des Weiteren gibt es hier diese neuen News. Und zwar hat Gary Goldzahn zwei neue Jorvik'sche Urpferde dabei. Ja, und sind bis zum 24. Juli zu haben. Also bis dahin habt ihr Zeit, euch eins dieser Pferde oder auch beide, wenn ihr wollt, halt eben zu holen. Sie sind natürlich schon besonders, weil sie halt eben eine spezielle Farbe haben. Ich finde gerade den, ja, was ist das, Huron-Fuchs? Braun, keine Ahnung, mit diesen Blüten in der Mähne, finde ich einfach super toll. Aber auch den mit den Blättern da drin, naja, den nicht ganz so doll, aber den anderen, den finde ich total klasse. Ich kann mir vorstellen, dass vor allen Dingen die Satteldecke mit den Blumen, die ich habe, da ganz toll dazu passt. Auch wenn er sich verwandelt, das ist nämlich das Besondere bei den Pferden. Sie sind magisch, wenn es pandorische Energie in einem bestimmten Ort gibt und verwandeln sich in menschlicher Zivilisation zu einem fast normalen Pferd. Das ist also das, was sie halt eben magisch ja wechseln können. Es ist die folgende Rasse, zwei neue Variationen der Jorvik'schen Urpferde. Es sind eigentlich Lusitanos sozusagen. Die sind beim Midsommar-Partybereich in Moorland zu bekommen. Das ist natürlich auch ganz neu. Normalerweise waren die eher so ja Richtung, wenn ihr zu... ach, wie heißt denn dieser Ort jetzt? Komme ich jetzt nicht drauf, Mensch. Hängt mir auf der Zunge und ich komme nicht drauf. Firgrove. So, genau, jetzt habe ich's. Wenn ihr Richtung Firgrove geritten seid, dann habt ihr Gary Goldzahn auf der rechten Seite sehen können, auf der Wiese. Da das aber nicht alle gefunden haben und ich glaube auch nicht alle dorthin konnten, aufgrund nicht Star Rider sein und so weiter, haben die es wahrscheinlich dann doch dahin verschoben. 950 Starcoins kostet er, ist damit, glaube ich, ein Starcoin teurer als der normale Lusitano. Kann man jetzt auf der einen Seite positiv sehen, dass man sagt, naja, nur ein Starcoin mehr und er ist halt eben ein magischer Lusitano. Auf der anderen Seite, ja, es ist halt eben ein weiterer Lusitano und mehr als der halt eben kann er auch nicht wirklich, außer sich zu verwandeln. Das ist dann halt eben alles. Entscheidet immer für euch, ob ihr das Pferd wirklich braucht, ob ihr es haben wollt. Wenn ja, dann gönnt euch das, um Gottes Willen. Ich verurteile aber auch niemanden, der sagt, um Gottes Willen brauche ich nicht den Blödsinn. Ja? Ich habe genug Lusitanos oder einer reicht mir. Ist mir völlig egal, also das könnt ihr so handhaben, wie ihr wollt. Natürlich sollte man immer so ein bisschen überlegen, mache ich das jetzt wirklich oder warte ich lieber, bis ein anderes Pferd kommt und hole mir dieses dann. Das solltet ihr immer tun. So, es gibt keine Levelbeschränkung. Du kannst eines bekommen, sobald du den Midsommar-Party-Bereich besuchen kannst. Das eine ist ein Kirschblütenpferd. Und das Birkenpferd verwandeln sich in natürlich aussehende Pferde, wenn du auf ihnen in der Nähe eines Dorfes oder eines Stalls reitest. Das ist, als hätte man zwei Pferde in einem.
Sollte ich noch etwas wissen? Diese beiden Jorvikschen Urpferde können in der gleichen Geschwindigkeit laufen wie jedes andere Pferd auf Jorvik. Und das kann derzeit kein anderes Jorvikisches Urpferd. Das stimmt. Die anderen Jorvikischen Urpferde sind langsamer als die anderen Pferde. Das ist natürlich etwas, was jetzt auch mal besonders ist. Ne? Das hat es so bisher, glaube ich, noch nicht gegeben. Sie können auch eine Piaffe ausführen, wenn du die Leertaste drückst, während das Pferd stillsteht. Klar, Lusitano, die können piaffieren, ne? Achtung, Gary wird diese Pferde nur dieses Mal zum Verkauf anbieten. Du solltest sie dir unbedingt vor dem 24. Juli holen. Das ist natürlich wieder fies, ne, von Star Stable gemacht. So nach dem Motto, diese gibt es nie, 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 nie wieder. Wenn du die haben willst, dann musst du es jetzt machen und am besten gestern schon, weil sonst kriegst du die nie, nie wieder. Die anderen Urpferde sind ja doch immer mal wieder ins Spiel gekommen, sodass man da auch sagen konnte, naja, wenn die jetzt dieses Jahr nicht kommen, dann hole ich sie mir halt im nächsten Jahr. Das ist jetzt ein bisschen anders, also SSO erhöht da schon den Druck und wenn ich dann bedenke, dass ja teilweise Achtjährige dieses Spiel spielen und manchmal sogar noch Jüngere, finde ich schon ein starkes Stück, dass SSO sowas macht, ne? Weil es ist ja immerhin echtes Geld, was da investiert wird. Ja, im oberen Bild seht ihr die Lusitanos, die Urpferde im verwandelten Zustand. Unten, also im pandorisch verwandelten Zustand, unten im verwandelten Zustand, wenn sie in der Nähe eines Dorfes oder Stadt halt eben sind. Und auch da finde ich, als Appaloosa und als so, wie so ein Zebra halt eben gemacht, finde ich schon nicht schlecht. Finde ich sehr hübsch, die beiden. Schauen wir mal, ob ich mir davon eins oder vielleicht sogar beide hole. Ich bin ja ganz froh, dass ich den Achaltekina nicht gekauft habe, dass ich da doch ein bisschen das Näschen hatte und gedacht habe, Moment mal, da kommt irgendwas. Es ist Doppel-Starcoins-Wochenende, also kommt wieder irgendwas mit Pferden oder Ausrüstung. Also warten. Ist immer so, ne? Der Midsommar geht weiter. Unser Midsommarfeier läuft noch bis zum 24. Juli. Diese Woche stehen ein neues Outfit-Set und ein neuer Midsommerkranz im Shop auf dem Eventgebiet zur Verfügung. Das ist wahrscheinlich auch dieses Set, was hier zu sehen ist. Natürlich passend zu dem Kirschblütenpferd. Vielleicht auch zu dem Birkenpferd. Da wird es bestimmt auch was Neues geben. Oh. Für alle Star Rider mit einmaliger Zahlung gibt es einen neuen Gegenstand im Bonus-Shop von Moreland. Da werde ich natürlich definitiv mal reingucken. Da seht ihr gerade Star Stable Online Installation abgeschlossen. Also ich kann es jetzt auch wieder spielen. Der Pferdemarkt hat in Fort Pinter geöffnet. Okay, ist auch mal selten, dass in Fort Pinter das Ganze auf ist. Aber auch das können wir uns anschauen. Die beliebten Midsommerkränze und der Angelteich kehren nächste Woche zum Midsommerpartygebiet zurück. Genau, das hatte ich nämlich schon vermisst, dass ich dort nicht angeln konnte. Aber das kommt wohl alles noch. Da wir nächste Woche zudem unser 400. Update feiern, würzen wir die Sache mit einer neuen und von vielen geforderten Funktion. Okay. Ich hätte gerne eine Funktion, ich hoffe, spinnen wir das mal so ein bisschen durch. Also eine Funktion, die ich ganz, ganz toll fände, wäre, wenn man automatisch die Ausrüstung, egal ob jetzt Reiter oder Pferd, im Schrank sortieren könnte. Das wäre eine Funktion, die ich richtig abfeiern würde. Die einzige Funktion, die richtig cool für mich wäre. Dann, ja, Funktion ist es ja in dem Sinne jetzt nicht, aber ich würde mir Halfter und Stricke wünschen für die Pferde und Ponys. Ja, genau. Und was ich auch cool fände, was aber wahrscheinlich nie passieren wird, ist, dass man automatisch Pferde wechseln kann. Dass man vielleicht automatisch sein Pferd wechselt, je nachdem, wie man es braucht. Manchmal braucht ihr ja euer Anfangspferd für gewisse Aufgaben, zum Beispiel mit den Soulridern. Da braucht ihr ja euer Anfangspferd und da ist es ja wichtig, dass ihr halt eben dann auf dieses Pferd wechselt.
Deswegen, auch das fände ich cool. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Funktion ihr cool fändet oder ob ihr das genauso seht wie ich. Also wie gesagt, also generell abfeiern würde ich die Funktion Sortieren der Klamotten im Schrank. Und zwar am besten so, dass sie zueinander passen. Das heißt also wirklich Schuhe, Strümpfe, ja, vielleicht, Hose und halt eben Oberteil dazu passend, dass sich das dann automatisch sortiert. Okay, ihr Lieben. Dann würde ich sagen. Ups. Das machen wir nochmal zu. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Das ist der erste Teil. Im zweiten Teil zeige ich euch dann, wo ihr die Urpferde finden könnt und wo ihr den, ja, also was es im Bonus-Shop gibt. Und natürlich auch schauen wir auf dem Pferdemarkt nochmal vorbei, ganz kurz. Ich werde mir dort natürlich kein Pferd holen, aber zumindest, dass ihr einmal gesehen habt, wo es genau liegt. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Deinstallieren und Neuinstallieren des Spiels. Danke fürs Zuschauen, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!